Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von Factorio. Ja, wir sind hier wieder drinne und müssen mal schauen, wie wir unseren Kreislauf weiter ans Laufen kriegen. Allerdings bin ich gerade erst schauen, dass wir hier unsere Türme mal anschauen. Aber sieht ja alles relativ gut aus, ne? Oh ne, da ist ein Turm, waren da nicht Reihe und da sind nur noch zwei. Kann das sein, dass da zwei waren oder waren da unten zwei und hier oben drei? Na komm schon, geht da nicht vorbei. Auch schlecht gebaut. Oh ne, hier sind sogar vier. Aber wie sieht's mit Munition aus? Ach, da unten steht's auch so. Munitionstechnisch ist das alles okay. Die produzieren auch wunderbar Kohle. Da läuft's. Hier sieht es gerade nicht so dolle aus, aber hier bin ich auch am Arbeiten. Das andere war schon. Ja. Jetzt fehlen uns hier weitere Roboter, die da arbeiten können, ne? Automatisierung 2 läuft. Ja, Munition können wir machen. Aber wir brauchen hier mal ein paar Roboter. Die müsste ich jetzt hier dahin bauen, ne? Da geht gar keiner hin. Wieso das denn nicht? Achso, weil ich wahrscheinlich nicht nah genug dran da bin. Gut, passt. Und eine Stromleitung brauchen wir noch. Haben wir auch nicht mehr. Nicht genug Komponenten. Holzbohlen fehlen uns, okay. Nee, dann machen wir das hier unten in diesem Wald weg. Oh, Automatisierung ist fertig. Dann wollen wir mal gleich weiter gucken. Da fehlt uns das. Da fehlt uns jetzt das. Also müssen wir das anleiern. Geht auch, glaube ich. Dann machen wir hier das Holz weg. Aber das funktioniert dann auch alles so, wie ich das immer vorhabe, ne? Passt. Da habe ich jetzt sechs gebaut. Ja, geht immer nur zwei. Machen wir es so. Oh. So, der war falsch. Weglegen, gut ist. So, die arbeiten jetzt aber, sehe ich gerade an der falschen Stelle, ne? Oder? Nee, das ist die richtige. Die packen rein und die packen raus. So. Die nehmen da immer schön runter. Aber hier geht es nicht weiter. Das Kupfer wird nirgendwo gebraucht. Da entsteht dann der nächste Stau. Die arbeiten da lang, das ist schon klar. Ich glaube, wir müssten mal gerade hier noch eine Schleife bauen. Na, das war jetzt wirklich richtig toll. Wohl. Einen weiter nach oben und dann geht's. Die bauen wir wieder ab.
Achso, ich bin nicht nah genug dran, deswegen geht's wieder nicht. Hallo? Die E-Taste erwische ich auch ziemlich viel. So, jetzt mal gucken, was danach rutscht. Das Förderband wird ja dadurch auch immer etwas länger. Und jetzt packt's auf der linken Seite dann. Okay. Das heißt, ich muss hier was ändern. Jetzt sieht's besser aus. Alles gut. So. Ich weiß gar nicht, ob der hier was runternimmt, aber spielt jetzt auch gar keine Rolle erstmal. Ist die Frage, was nachkommt oder nicht. Da wird Dingens, wo wird das Rote gemacht? Das hier unten oder wo? Hier wird jetzt gar nichts gemacht, oder was? Wo kommen unsere roten Tränke her? Hier sind grüne. Hier liegen noch 34 drin, die können wir erstmal rausnehmen. Und die können wir da reinstecken. Dann geht es ja schon mal weiter. Aber ich muss eine Produktion haben doch irgendwo. Ach, hier ist es doch. Eisenzahnrad fehlt da. Und wo wird das Eisenzahnrad produziert? Gute Frage, ne? Hier auf dem Förderband liegen sie. Es rutscht hier aber nichts nach, das ist ein Problem. Ja, schwierig, oder? Das können wir weg. Gut. Was brauchen die hier? Eisenplatten, um Zahnräder herzustellen. Okay. Die Eisenplatten sind da. Es gibt doch hier so einen Teiler. Wo ist denn der? Na, jetzt ist erstmal die Forschung fertig. Jetzt können wir den produzieren. Unterirdisches Fließband ist das nicht. Tellerfließband. Schallspitzhacker, das ist auch nicht. Das ist der Dampfkessel. Steinwand. Oder kommt das erst in einer späteren Stufe? Aber das unterirdische Fließband, ne? Das ist doch schon mal was. Dann kreuzen die sich ja. Also hier wird immer schön in die Kiste gepackt. Wo bin ich jetzt? Da links. Und das ist auch gleich zu Ende. Jetzt hat er auch ein Zahnrad rausgenommen. Aber Zahnräder müssen hier rein. Das wäre so.
Dann braucht er noch Kraftstoff. Ist da nicht drin, aber ich habe noch was. Dann packen wir das mal gerade da rein und gucken, was er macht. Ja, er packt jetzt auch die Zahnräder da rein und dann werden auch unsere Säfte drin. Macht alles gut. Ja, müssen wir nur aufpassen, dass es klappt. Also er packt von da rein, ne? Ja, wird wohl werden. Ich will noch hoffen. Ah, er packt aus beiden Seiten rein. Also das ist schon mal klar. Das schafft er beides. Und wenn er keine Kapazitäten mehr hat, dann packt er das da nicht rein. Ah, dann kann man das auch so steuern. Ja, das... Er kann das reinpacken, er kann das reinpacken, das auch noch, aber das ja geht einer noch, aber sonst nicht. Alles gut. So, und hier ist jetzt wahrscheinlich gleich voll, oder? Packt einer auch aus? Gute Frage, ne? Ich sehe keinen roten Saft irgendwo. Doch, da unten läuft einer. Ah, die sind auf der Überholspur sogar. Dann könnte es sogar sein, dass die direkt abgefetcht werden, oder? Das wäre ja super. Pass mal auf, jetzt kommt er da vorbei. Der schläft aber und der schläft auch. Brauchen die hier sowas nicht? Ach, wir haben ja eine neue Dingens angestoßen, kann das sein? Ja, da komme ich nicht lang. Die Forschung braucht das. Doch, die braucht das auch. Oh Gott, da brauchen wir auch noch blaue jetzt. Gut, dann müssen wir uns das noch überlegen, wie wir blaue kriegen, ne? Da unten. Oder? Nee. Da unten sind zwei Produktionsstätten. Das ist einmal die, die kann das, und die, die kann das. Und wo sind die anderen Produktionsstätten? Das heißt, da geht's ja gerade gar nicht voran, oder? Ach, der Grüne kann ja auch gerade gar nicht weggelegt werden. Auch schade, ne? Warte mal, hier müssen wir einen Bauplan jetzt auswählen. So, den grünen haben wir ausgewählt, alles gut. Und hier sind Förderbänder im Bauplan. Die lassen wir auch, sonst können wir keine grünen herstellen. Aber... Hierfür um das herzustellen, ne, da brauchen wir grüne und rote nur. Na, ich weiß, das hier ist was ganz anderes. Also die Grünen müssen da jetzt anmarschieren. Die Grünen können aber gerade nicht aufs Band gelegt werden, oder wie sehe ich das? Die Roten haben kein Problem damit. Interessanterweise. Was machen wir denn da jetzt, hm? Ich könnte das so machen. So. Den machen wir mal weg und stellen den da ein. Macht er das? Legt er auch sowas auf dem Band? Den fehlen jetzt diese Teile, toll. Und
Kann die ja auch da reinlegen. Dann müsste der Roboter wenn gehen. Er geht auch. Gut, alles klar. Gut, okay. Dann läuft die Produktion gleich weiter hier oben, gehe ich von aus. Jetzt sind wir in unserer Forschung. Da kommt die erste grüne Flasche. Die sollte jetzt da vom Band genommen werden. Passiert auch. Und dann ist die Forschung wieder am Laufen. Wunderbar. Okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.